Der Satz, der oft gesagt wird, Sex macht Spaß und womöglich noch Sex muss Spaß machen, das ist ja noch schrecklicher, der ist mir zu simpel. Sexualtherapie ist in meinen Augen nicht primär die Veranstaltung, damit Vögel mehr Spaß macht, um es so banal zu sagen, sondern um zu sehen, wer bin ich als sexuelle Person, wer bin ich als Mann, als Frau. Also es geht mir mehr um die Person, um das sexuelle Sein, als um das sexuelle Handeln. Ich zeige in diesen Live-Lessons einmal inhaltlich, wie man mit bestimmten sexuellen Störungen umgehen kann. Aber mir ist eins wichtig, das Ganze ist nicht nur gedacht als eine Veranstaltung vom Problem zur Lösung, also vom sexuellen Problem zur sexuellen Zufriedenheit, sondern auch, dass man nicht nur ein gutes Ergebnis hat, sondern auf dem Weg dorthin Lebendigkeit erfährt, mit Konflikten umgehen lernt, mit dem Schrecken, den man auch mal haben kann, und dieses Auf und Ab im therapeutischen Prozess, das zu genießen, zu gutieren, dass man daran Freude hat. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man ein schönes Leben als Therapeut. Ihr kriegt hier einmal Grundlagen und Theorien vermittelt. Das versuche ich komprimiert zu machen, und zwar so, dass es immer auch in der Praxis übersetzbar ist. Ihr kriegt es auch demonstriert. Wir haben Klienten, Paare und Einzelne, mit denen ich das euch zeige, wie es geht. Die kommentiere ich auch, was fällt mir auf, dass für euch sichtbar wird, was geht durch meinen Therapeutenkopf, wie verstehe ich mich selbst als Resonanzkörper auf das, was die Klienten mir sagen, wie gehe ich damit um, wie verarbeite ich das und wie gebe ich das zurück. Das finde ich gerade das Reizvolle, dieses handwerkliche, detaillierte Detail zu gucken, wie gehe ich vor und nicht nur mit einer Standardantwort hier aufzuwarten, sondern mit dem, was mache ich im konkreten Fall, der vielleicht anders läuft, als ich es mir vorgestellt habe. Das braucht Zeit, aber die, glaube ich, die lohnt sich, das sich genau anzuschauen.